Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Arini Diva, ich grüße dich. Du möchtest wissen, was kommt Monat August auf dich zu, und das klären wir bei dieser Legung. Die ersten Karten haben immer eine wichtige Bedeutung. Man könnte sagen, beschreibt die Monatsthemen. Das ist deine Familie und dein Zuhause. Hier hast du einen Vertrag und kannst du dich sicher fühlen. Dieser Schlüssel symbolisiert Sicherheit. Sicherheit, und dieses Haus gibt dir auch den Schutz. Und mit diesem Schlüssel kannst du handeln. Du kannst es in Hand nehmen und diese Tür kannst schließen und auch öffnen. Du entscheidest in die nächste Zeit, mit wem bist du in Verbindung. Und wer darf kommen, wer soll gehen? Du räumst auf. Das ist gleichzeitig für dich die Heilung, zeigt dieser Baum, was auch eine Heilenergie hat. Und der Sternenhimmel verspricht auch das Glück. Dein Herzensmann steht mit dir in Verbindung, eine direkte Verbindung. Und weil du erscheinst oberhalb in sein Kopfbereich, heißt, er macht sehr viel Gedanken über dich. Er wird diese Tür öffnen, sucht die Verbindung oder möchte eine Ehe oder eheähnliche Verbindung mit dir eingehen. Du kannst sicher sein. Das ist sein Plan. Aber er ist noch auf die Reise und er braucht ein bisschen Zeit, bis hier diese fließende Bewegung kommt. Das kann bis September dauern. Was noch wichtig ist, das ist hier diese Anker. Das gibt dir das Gefühl, endlich angekommen zu sein, verankert zu sein. Aber Anker bedeutet auch Arbeit. Und du wirst etwas lernen, arbeiten. Hast damit Erfolg oder ist es eine Energiearbeit? Du zeigst deine Kreativität und das ist eine schicksalhafte Entscheidung und das trifft dich Monat August, bringt dir auch Geld. Dadurch verändert sich bei dir etwas, das kann auch ein Vertrag sein und du kannst mit diesen Neuigkeiten rechnen. Die Liebe, die Herzlichkeit und die Freundschaften kommen erst Ende August, Anfang September. Und jetzt die einzelnen Wochen. Erste Woche, Monat August, hier sind die Ereignisse. In dein Zuhause ist alles in Ordnung. In dein Umgebung auch, du hast hier Glück und du hast hier ein guter Vertrag unterschreiben. Du wirst neue Kontakte haben, aber mit einigen Kontakten schließt du ab. Du stehst hier im Mittelpunkt und zeigst deine Kreativität, aber auch deine Schönheit. Du weißt, hier kommt eine schicksalhafte Veränderung oder triffst August schicksalhafte Entscheidungen. Etwas klärt sich hier auf oder du stehst im Mittelpunkt, ist deine Energie, deine Ausstrahlung und das ist diese Sonnenhafte, was dir Glück und Erfolg verspricht. Du hast jetzt die Möglichkeit, etwas arbeiten und hast Glück in Finanzen. Zweite Woche, Monat August, hier sind die Ereignisse. Du stehst in Öffentlichkeit, damit hast du auch Glück. Dieses Bild zeigt aber auch ein Tor, deine Chancen, deine Möglichkeiten, was dir auch Glück bringt. Kommt auch Heilung
und du spürst diese Lebenskraft. Ihr beide habt dieses Bedürfnis verwurzelt zu sein, endlich angekommen zu sein, und das kannst du auch vertrauen. Etwas ist noch im Verborgenen, aber du befindest in dieser Wandlung, kommt die Leichtigkeit, die Veränderungen, und du hast vieles gelernt und hast dich befreit von diesem Turm, wo du dich bis jetzt gefangen gefühlt hast. Das kann natürlich auch die Ängste sein. Dieser Turm kann auch ein Amt sein oder eine Schule, besonders wenn das mit diesem Bücher in Verbindung steht. Und es kann bei dir eine Ausbildung sein oder Schulungen. Und die Kinder zeigen hier einen Neuanfang. Und hier liegen auch die Veränderungen. Du wirst etwas empfangen, zeigt hier die Empfängnis der Mond. Damit hast du Glück, aber das kann bis September dauern. Dritte Woche, Monat August, hier sind die Ereignisse. Er ist noch unterwegs, aber er sucht die Verbindung, er hat die Bedürfnis, etwas im Fluss zu bringen. Diese Karte zeigt auch Thema Sexualität. Das ist ihm auch wichtig und er denkt an dich. Aber er hat noch verletzte Gefühle und er braucht Kraft oder Unterstützung. Kann auch bedeuten, dass dieser Bär, was eine Person bedeutet, und diese Person hat Macht, hat was zum Sagen. Das kann auch der Chef sein, der Vater oder ein Richter. Diese Person verletzt ihn. Aber das geht schnell vorbei, weil die Mäuse fressen das weg. Aber diese ganze Situation war falsch. Das trifft nicht dich direkt, sondern ihn. Das sind seine Situationen. Wenn das vorbei ist und er kommt zum Ruhe oder zurück von dieser Reise, du wirst einen Brief erhalten. Du kannst mit diesen Neuigkeiten rechnen. Und er wird von diesen Problemen auch berichten. Letzte Woche, Monat August, hier sind die Ereignisse. Etwas ist noch unklar, aber plötzlich, unerwartet, wird es aufgeklärt, diese Steine, diese Hindernisse wird aus dem Weg geräumt und hier blüht etwas auf. Und diese Falschheit, was passiert da? Vielleicht bei ihm, das geht zu Ende. Und er zeigt dann die Liebe und die Treue. Kommt etwas in Bewegung. Wobei, dieser Reiter kann auch einer anderen männlichen Person auch sein, wo gerne eine Liebeserklärung machen würde und Freundschaft und Treue. Aber das sind noch Unklarheiten, noch Hindernisse und jemand beobachtet ihn. Das ist auch möglich. Liebe Arini Diva, so könnte ich Monat August beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.